Hallo, meine lieben, RPG-Freunde. Ja, genau, meine lieben RPG-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Don's Adventures 3. Die Legende der Schachtelheime, ein Spiel von Das Dulm. Vorstellungsthread wie immer der Link in der Videobeschreibung. Aber, ja, wir waren auf dem Weg zum Marmeladenmuseum. Ich habe mir allerdings gedacht, in der Zwischenzeit weiß ich, wo ich die ganzen Nebenquests machen kann. Und deswegen werde ich jetzt einfach den Nebenquest gehen und sag einfach mal so, wir holen uns jetzt den Hund und die Schüler. Ich weiß jetzt nämlich, wo alles ist, nachdem ich mir die Parts nochmal selber angeguckt habe. Ich meine, ist halt schon ziemlich lustig, wie man alles übersieht beim Let's Playen. Wirklich alles. Deswegen würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück nach Earlstown. Und holen uns jetzt zumindest einen, vielleicht auch zwei der Schüler. Beim dritten war ich mir nicht ganz sicher, wo er war. Aber der Hund muss dann auch natürlich wieder zurück zum Besitzer. Also Hund und Herrchen. Hallo Hund. Na hallo du. Da bist du ja, Pfiffi. Weg von den Glibberviechern. Geh mal schön nach Hause. So. Die Glibberviecher kommen auch nicht raus. Dann weiter im Text. Die Kinder. Eins davon habe ich nämlich beim Durchsehen des Videomaterials gesehen. Der Kleine hat sich relativ gut versteckt, finde ich. Ich meine, guckt euch das mal an. Was fällt dir ein, die Schule zu schwänzen? In deinem Alter hätte ich mich dafür geschämt. Und jetzt kommst du mit. Gut, also ein Kind haben wir schon. Das zweite, glaube ich, ist auf dem Friedhof. Auf jeden Fall spaziert da ein Kind rum und ich habe es einfach nicht wirklich registriert. Da will ich gar nicht hin. So. Da ist ein Kind. Hallo du. Sei froh, dass ich dich nicht bei deinen Eltern verpetze. Und jetzt kommst du mit. So, zwei von dreien haben wir. Jetzt frage ich mich natürlich, wo ist das dritte Kind? Und vor allen Dingen, wo war nochmal der Hundebesitzer? Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir darüber müssen. Und dann in einem der Häuser hier unten dürfte dann zumindest der Hundebesitzer sein. Ah, hier. Hallo, Hundebesitzer. Vielen Dank, dass ihr mein Pfiffi gefunden habt. Als Belohnung erlaube ich euch von nun an immer mein Haus zu betreten. Vielen Dank, ich fühle mich äußerst geehrt. Der hat ja wohl einen am Sender. Die Mission absolviert. Eine gute Tat. Ja, also der Hund, der war doch nicht so schwierig. Halt, Moment, wenn wir das Haus betreten dürfen, dürfen wir dann auch da rein? Die Tür ist verschlossen. Ja gut, es war zumindest ein Versuch wert. Dann da drüben war nur Fass und Bär. Hier war dieses komische Dings da. Wahrscheinlich hat da jemand versucht, Alex zu klonen. Das war bloß die mit ihrer komischen Filmreview. Dann war da drüben noch der Lehrer, glaube ich. Alle da. Sehr schön. Ah, na los, finde alle drei Schüler, bevor ich dich wieder hier, bevor du dich hier wieder blicken lässt. Okay, ein Schüler fehlt mir also noch. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt alle. Aber gut, ich wusste ja eigentlich, dass mir noch einer fehlt. Ich weiß bloß ums Verrecken nicht, wo der sein soll oder wo die sein soll. Wohl eher. Weil wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann war die letzte blond. Und ein kleines Mädchen. Muss ich vielleicht da hoch? Weil da oben waren wir ja noch gar nicht. Willkommen im Laden für kuriose Kuriositäten. Okay, was können wir denn hier? Eine Zange? Zum Durchtrennen von Ketten geeignet. Monsterfutter kann verwendet werden, um Monster zu zähmen. Und Fotoapparat, eine moderne Erfindung. Warum möchte ich diese Zange haben? Das... eine Memory Card. Zum Abspeichern von Spielständen in der Spielhalle.
Also ich weiß ja nicht, was der hat, aber ich kann hier speichern. Ich bin ein Protagonist, ich kann hier speichern. Für ein unterirdisches Ausrüstungsangebot ist mir nie untergekommen. In jeder anderen Welt gibt es vernünftige Waren. Per Gesetz habe ich angeordnet, dass in der Stadt keine Ausrüstung verkauft werden darf, welche meine Freizeitkleidung übertrifft. Es dient der Sicherheit der Bevölkerung. Es dient vor allem der Sicherheit des Bürgermeisters. Das habe ich gehört. Sie schon wieder? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen mit Ihrem stinkenden Fisch aus meiner schönen Stadt verschwinden. Mein Fisch stinkt nicht, Herr Bürgermeister. Das ist der frische Geruch des Meeres. Ob Ihr verdammter Fisch stinkt oder nicht, bestimme immer noch ich. Ich kenne da noch andere Fisch, der angeblich schinken soll. Der Fisch soll schinken. Genau, der angeblich stinken soll, aber das war irgendwo weit vor Christi Geburt und in Frankreich. Ihre Gewerbelizenz ist aberkannt. Ich werde sie zur Not von der Stadtwache entfernen lassen. Ist ein Baum? Okay, der Baum nützt uns aber herzlich wenig, leider. Guck jetzt einfach mal hier rundrum, weil so schwer kann dieses dämliche Kind doch nicht zu finden sein. Ein Kind fehlt mir noch. Parteigebäude der EVE. Na, da will ich noch nicht rein. Hier komme ich nicht hoch. Was ist denn da? Eine Sonne. Willkommen, darf ich euch meine Dienste als Geistheiler anbieten? Geistheiler? Sieh ich aus wie ein Irrer? Meinen Sie auf diese Frage wirklich eine Antwort? Mein Geist ist in bester Ordnung. Da gibt es nichts, was man korrigieren könnte. Haben Sie denn nie eine Entscheidung getroffen, die Sie anschließend bereut haben? Als Sie sich zum Beispiel außerstande sahen, einer nahen Dame in Not zu helfen? Nein. Als Sie nur einen Katzenwurf vom großen Triumph trennte? Nein. Als Sie sich mit Heimagie beschäftigten, obwohl Sie eigentlich viel lieber Sachen mit Ihrem Schwert kaputt machen? Jetzt wird's interessant. Oh, wir können ja wohl unsere Skillpunkte zurücksetzen. Darauf erstmal einen Schluck Tee. Ich finde das Skillsystem sowieso sehr gelungen. Sie meinen, Sie könnten das rückgängig machen? Nun, ich werde aus Ihnen keinen annehmbaren Krieger machen können. Körperliche Veränderungen sind nicht mein Metier. Allerdings könnte ich Ihnen ermöglichen, sich auf andere Körperfertigkeiten zu spezialisieren, wenn Sie mit Ihrem Magieportfolio mehr zufrieden sind. Nun haben Sie mich neugierig gemacht. Wollen Sie es ausprobieren? Die erste Behandlung ist umsonst. Jede weitere kostet 50 GM. Okay. Will ich es ausprobieren? Ich glaube nicht. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Vor allen Dingen, weil ich bisher noch nicht so viel gemacht habe. Es ist eine... Sie verpassen etwas. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Erst wenn wir uns heillos verskillt haben, werde ich zugeben, dass ich diese Anwendung brauche. Was ist das hier für ein Schlitz? Ich will mit diesem Schlitz reden können. Dull, mach, dass ich mit diesem Schlitz reden kann. Der ist zu interessant. Und wenn er nur sagt, ich bin ein Schlitz. Na und? Zum Henker ist das. Es gibt eine wichtige Änderung am Parteiprogramm, die wir vornehmen müssen. Okay, wie spreche ich am besten Klaus? Moment, ich brauche kurz eine Klaus-Mentalität. Das dauert jetzt kurz ein bisschen.
das heilige Parteiprogramm der exzentrischen Vereinigung Elftown? Meinst du den Paragraphen, der über die maximale Anzahl Ameisen auf meinem Quadratmeter Ameisenhaufen geschrieben wird? Nein, ich meine Paragraph 3 und 7, in dem das maximale Schlachtgewicht von Kolibris festgelegt wird. Okay, bei diesen Gesetzen passt sogar die Stimme. Was ist darin so falsch? Ich denke, dass Kolibris auch schwerer als 5 Kilo werden dürfen. Wir werden unseren Parteivorsitzenden entscheiden lassen. Sollte er die Arme heben, wird dies angenommen. Ansonsten wanderst du in den Knast. Oh Gott, der Arme. Bisher hat sich unser Chef nicht gerührt. Ist das tatsächlich ein Affe? Okay. Jetzt passt das am allerbesten. Er hat sich immer noch nicht gerührt. Wenn du etwas durchsetzen willst, gibst du ihm immer ein oder zwei Kolibris als Leckerli. Das fördert die Durchblutung. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Ja! Ab in den Knast! Nein! No! Er ist doch so gut aussehend. Naja, wenn man davon absieht, dass er im Charset... Ist euch eigentlich aufgefallen, dass die RTP-Charsets und die Facets teilweise gar nicht klamottentechnisch zusammenpassen? Im Charset trägt er mehr oder weniger ein Jeanshemd. Aber er trägt Pelzkragen im Faceset. Das passt irgendwie nicht ganz. Das ist irgendwie seltsam. Ja. Hallo Kolibri. Ich habe ein Problem. Ihr habt alle das ein oder andere Problem. Nein, so meine ich das nicht. Es ist bald Parteiversammlung und dann müssen alle Mitglieder anwesend sein. Eines unserer Mitglieder wohnt im Altersheim hier in Elstown. Und aufgrund der großen Verantwortung, die mir auferlegt wurde, ist es mir zurzeit nicht möglich, ihn zu informieren. Würdest du das für mich tun? Na gut, das ist ein kleiner Bodengang, den machen wir. Danke, das ist wirklich nett. Hier hast du eine Einladung. Übergib sie ihm bitte. Okay. Nehme 5 Quests an. Da hast du. Was hat denn der da? Ach, der erzählt nur Witze, die er noch nicht kannte. Das war jetzt nicht ich. Das war das Spiel. Find's trotzdem geil. Oh, eine Kiste. Du erhältst ein GM. Hey, der Kerl hat die gesamte Parteikasse geklaut. Schnappt ihn euch. Und warum sitzt du? Versuch einfach aus diesem gut gesicherten Gefängnis auszubrechen. Oder warte, bis du vermoderst. Ob das war... Da war ich wohl zu langsam. Gut gesichertes Gefängnis. Okay. Nur wegen diesem einen mickrigen Goldstück. Okay. Raus. Und da bin ich weg. Ihr könnt mich nicht einsperren. Ich werde immer wieder ausbrechen und immer wieder. Oh Gott, ich bin so gut. So schwer war das gar nicht.
Aber immer noch besser als so ein Rätselflucht-Dungeon. Gaststätte Rosendorn. Ich möchte jetzt erstmal ins Altenheim gehen und dem Herrn von und zu. Moment. Wenn wir jetzt. Ach, wir haben es einfach getan. Okay, wo war das Altersheim? Bienenstichrollerladen. Ecstasy Back. Ah, jetzt habe ich ganz langsam verstanden, was das hier heißen soll. Was ist das hier? Achso, irgend so ein komischer Laden. Hafen? Hafen finde ich gut. Hafen finde ich sogar richtig gut. Weiß eigentlich, hatte ich vor, ins Marmeladenmuseum zu gehen, aber jetzt habe ich Bock auf Quests. Tut mir leid, Leute. Das muss einfach sein. So. Friedhof Südstadt. Wo ist denn das Altenheim? Altersheim. Hallöchen. Hey, Sie habe ich hier noch nie gesehen. Kommen Sie doch bitte erst einmal zu mir. Na gut. Hallöchen. Oh, hallo, Herr Bürgermeister. Wollen Sie einen unserer Bewohner besuchen? Nicht direkt. Ich kenne eigentlich keinen, der hier wohnt. Aber Sie wollen die Leute trotzdem besuchen und ihren Geschichten lauschen und den alten Menschen ihrer Stadt eine Freude zu machen. Das habe ich nicht. So wie Sie es in Ihrer Rede sagten, jeder Bürger, ob jung oder alt, leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des Wohles aller. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, das gesagt zu haben. Da hat mein Redenschreiber Manfred sich mal wieder was aus den Fingern gesaugt. Nun seien Sie mal nicht so bescheiden. Schämen Sie sich nicht für Ihr gutes Herz. Die alten Menschen freuen sich unglaublich, wenn man ihnen einfach zuhört. Und wenn sie alle drei besuchen, bekommen sie sogar ein kleines Präsent von mir. Sagen Sie das doch gleich! So schlimm kann das ja nicht sein, mit jedem Einsässigen ein kleines Gespräch zu führen. Warum habe ich das Gefühl, dass uns gleich einer sowas von zubrabbeln wird? Na gut, wir müssen hier sowieso rein und rausfinden, wer von den drei Herrschaften denn der Richtige ist. Bist du das? Oh, eine alte Frau. Hallo. Hallo, mein Junge. Da bin ich aber echt froh, dass du vorbeikommst, um mir zuzuhören, Peter. Mein Name ist nicht Peter. Ich bin nicht Peter. Du hast deine Großmutter wirklich nicht, wirklich lange nicht gesucht, besucht, Peter. Hallo, ich bin nicht Peter. Peter, habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt? Die Geschichte vom Holzstock-Festival? Oh, habe ich das jetzt übersprungen? Entschuldigung. Woodstock, Holzstock. I see what you did there. I see what you did there. Natürlich habe ich sie dir schon erzählt, bestimmt schon 100 Mal. Aber du hörst sie ja so gerne, Peter. Nein, ich... Hilfe! Also, es begann vor 50 Jahren. Naja, eigentlich... Doch, es waren 50 Jahre, tatsächlich. Ich war noch jung und dynamisch und voller Flausen im Kopf. Aber das weißt du ja selbst am besten, mein Enkel. Du machst ja auch immer die verrücktesten Sachen.